Meine Lieben, heute wollte ich mal ein Video widmen, jetzt kriegst du es dicke, Hasi, für Sie. Heute war ich fleißig zugange mit meinen neuen Eiern aus Pailletten. Da klingelt an der Tür. Na, habe ich gedacht, na, wer ist das? Kriegen noch keinen Besuch, keinen erwartet. Naja. Da war es DHL. Da sagt er, ich habe ein Paket für Sie. Da denke ich mir, hä? Für ein Paket. Ja, jedenfalls habe ich es angenommen und dann habe ich den Namen gesehen. Ja, da liefen mir schon fast die Tränen vor Freude. Aber, so, ich zeige euch das Paket. Ne? Hier, yeah. Da kriegen wir noch einen Hund rein. So groß ist das. Miezetatzen. So, da packen wir mal aus. Boah, die Sonne geht mir auf den Keks. So. Ganz schöne Eier macht unsere Melanin. Ne? Also Hasi, sage ich immer zu ihr, ist eine ganz liebenswerte Person. Und das muss ich jetzt einfach für sie widmen. Ganz ehrlich, sie macht das so klasse. Ne? Ich hatte mir die ausgesucht. Ich fand die so schön, die Eier. Ich zeige euch jetzt alle. Also die macht das so klasse. Dann das zweite. Das dritte, die hat sogar Schmetterlinge drauf. Und ich sage für Ostern, oder man kann die auch so aufhängen, total ideal. Ne? Und sie macht das alle mit Herz. Ich zeige euch nur eine Karte. Ihr Shop, also es ist kein Werbevideo, weil ich wollte ihr das einfach nur widmen, weil sie ist ein ganz großartiger Mensch. Und sie kann man nur lieb haben, ganz ehrlich. Sie ist hilfsbereit. Und wirklich, die macht so viel. Und hat sogar süße Pferdchen. Hier mit Schmetterlingen. Die Schmetterlinge fand ich so toll. So, dann haben wir nochmal in Blau. Ja, Hasi, das Video ist für dich. Jetzt kriegst du es dicker, sag ich dir. War ganz fair. Ich wusste erst gar nicht, was geschieht. Da war diese Post klingelt. Ja, ja. Nein, macht sie riesig. Macht sie super, echt. Bin immer begeistert von ihren Sachen. Ne? Und wie gesagt, sie ist ein totaler Herzmensch. Ja, da mein Gesicht hättest du mal sehen müssen, Hase. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Sagt der Postbote so zu mir. Ja, ein Paket. Ich sage, was für ein Paket? Hä? Da war ja immer sprachlos. Hä? Bis ich dann deinen Namen gesehen habe. So, das waren jetzt die Eier. Dazu. Hasi, hast ja was Leckeres, Süßes reingetan, ne? Ja, Manuel hat sich das gleich gekrallt. So. Sie macht nicht nur Eier, sie näht auch Handtaschen. Sie macht Stirnbänder. Die macht auch Halstücher, ganz irremäßig. So, dann hat sie, ich würde mal sagen, das ist Art wie so ein Portemonnaie. Also ich sage jetzt mal, da könnte man von den Tieren die Pässe reintun, Impfung und sage ich jetzt mal. Oder man kann es auch als Brieftasche nehmen. Ne? Also sieht echt mega aus. Da ist ihr Name vom Shop. Also super. Ja, mein Hund schnüffelt schon dran an dem Pass. Also gefällt ihr es.
Ah, habe ich mir schon fast gedacht. So. Hasi, den werde ich auch gleich sofort aufhängen. Ne? Aber der ist ja schick. So. Und jetzt zur Osterzeit macht sie auch einen Kranz. Und der ist echt mega. Sie macht das alle auch selber, ne? Aber in Grundsätzen macht die viel, was mit Nähen zu tun hat. Ne? Wie gesagt, Handtaschen, Geldbörsen, da macht sie kleine Täschchen für unterwegs, alles Mögliche. Also die macht das mega. Ja, den hänge ich auch gleich auf. Da kannst du drauf wetten. So, und das wollte ich euch zeigen. Ihr könnt euch gerne bei ihr im Shop mal angucken, was sie alles so Tolles macht. Die macht echt viel. Da, warte, meine Kamera. Das ist ihr Shop unten, da seht ihr das. Ich kann euch das auch gerne, so einen Link, da bei dem Video später, bei den Kommentaren, kann ich euch einen Link geben. Da könnt ihr echt gucken. Also echt super, muss ich sagen. Wirklich empfehlenswert. Ich habe schon einiges von ihr. Ich habe mittlerweile 2 Handtaschen von ihr, eine Geldbörse, ein Stirnband, 2 Tücher, also Dreieckstücher. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles schon von ihr habe. Ich habe von ihr schon so eine Menge. Aber jedenfalls wirklich empfehlenswert, ne? Und ist eine liebenswerte Person. Ne? Ja, du sollst auch vom Glauben fallen. Ich bin doch auch gerade umgekippt fast. Dachte, was ist denn da? Ja, jetzt hast du es, kriegst es zurück. Ja, siehst du? Nein. Wie gesagt, ich wollte dir das jetzt mal widmen, weil sie wirklich, sie ist ein Herzensmensch. Sie kommt auch aus Bielefeld. Also wer in der Nähe Bielefeld oder Gütersloh, ich habe ja viele aus Gütersloh noch, meine Heimat, und sie wohnt in Bielefeld. Ne? Also es ist nicht so weit entfernt. Also für mich wäre es jetzt schon weiter, weil ich jetzt aus Hannover komme, ne? Weil ich ja umgezogen bin. Oh, war ja. Über 3 Jahre ist es jetzt schon her. Fast. Ja, schon eine längere Zeit. Und jedenfalls, ne, also sie kann euch beraten, sie nimmt auch Wünsche gerne entgegen und also ein Schnickschnack. Ne? Also jedenfalls guckt bei ihr auf der Seite, ihr seht immer was, ist ein fröhlicher Mensch, ein verrückter Mensch. Mit ihr kann man Pferde stehlen gehen, das dazu, ach, Pferde hat sie auch noch. Ne? Ein Hund hat sie, Katzen hat sie, alles. So, Hasi, aber dieses Jahr wollen wir mal gucken, ne? Dass ich dich mal besuchen komme, na komm mal. Wenn wir dann da in der Richtung sind. So, das war zu meinem Thema. Ich will mich ganz lieb bedanken, erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Und Melanie, an dich, Hasi, vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alle einen schönen Tag. Tschüssi!